Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Super Luigi Galaxy 2. Nee, warte, wir sind noch bei Mario Galaxy 2. Egal. Wir haben in der letzten Folge entsprechend den Final Boss besiegt. Bowser zurückverwandelt in Nano Bowser. Und Luigi freigeschaltet. Zwischenzeitlich war ja eigentlich Luigi schon freigeschaltet, nur ich wusste nicht, inwiefern das unser Fortschritt beeinträchtigt. Aber anscheinend wäre Luigi eigentlich auch kein Problem gewesen. Egal. Es sieht so aus, als wären wir eigentlich relativ weit fortgeschritten. Der Punkt ist aber, es ist noch längst nicht alles freigeschaltet, was wirklich geht. Wir haben hier noch einen Schabernack-Komet, der noch nicht reaktiviert wurde beim Wasserverlies. Und wir haben einen Schabernack-Komet, den wir noch einsammeln müssen. Das machen wir heute mit Luigi. Und können schon mal einen Blick in die neue Welt dann werfen. Natürlich, nachdem wir den Schabernack-Kometen erstmal bei Bowsers Fabrik Galaxien-Generator eingesammelt haben. So, drehen wir dem nochmal in den Arsch? Glaube nicht. Kometenalarm! Wir haben Beeilung, Bowsers geheimer Stern. Also, Zeit ist das Problem. Wir müssen Zeit einsammeln und den geheimen Stern einsammeln. Das kriegen wir doch wohl hin. Erstmal 2 Minuten Dialog gehalten, wobei Monolog gehalten. Hier müssen wir einfach nur relativ schnell. Boomerang Bros umhauen. Hier müssen wir noch mal einfach ein bisschen die Zeit einsammeln. Und aufpassen, dass wir uns nicht verbrennen lassen. Perfekt. Gucken wir mal, dass wir hier gut vorbeikommen. Das war dumm. Besonders, weil wir... Ja gut, wir haben hier ein bisschen Zeit gespart. Alter, was machst du, Luigi? Die Zeit, die wir jetzt eingespart haben, haben wir jetzt verkackt. Luigi, du stellst dich nicht so gut an wie Mario. Teilweise aktuell schlechter. Eine Eigenschaft von Luigi? Kann sein. Da habe ich zu hoch gepokert. Na gut, probieren wir es weiter. Natürlich beginnt alles wieder von vorne. Nee, ich wollte einen langen Sprung machen. Okay, habe ich verkackt. Beim ersten Versuch war das ein bisschen besser. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen besser jetzt hier durchkommen. Weil wir kamen ja schon relativ gut beim ersten Versuch durch. Hier müssen wir einfach auf die Feuerbälle achten.
Und hier müssen wir nur darauf achten, dass wir entsprechend... uns einfach nur ein bisschen beeilen. Gut. Bisschen Zeit haben wir aufgeholt. Kommt aktuell gut für uns. Lebenstechnisch sind wir auch besser weggekommen als beim ersten Versuch. Na gut. Luigi rutscht halt extrem. Gucken wir mal, dass wir hier entsprechend mit der Zeit gut rauskommen. Aber aktuell sieht es eher danach aus, als würden wir kein Problem damit haben. Mit Salto-Sprüngen haben wir das relativ grandios gelöst. Da musste gerade noch was nachladen. Upsala. So, wo ist Kamek? Da ist Kamek. Na gut. Mach dich ab, Kamek. Gib her. Luigi trifft Yoshi. Auch in der Seltenheit aktuell. Wir lassen keine Zeit für One-Up. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Zeit einsammeln sollen. Ist aber nicht das Problem. Kriegen wir ihn. Selbst mit Yoshi rutschen wir gut ein Stück weiter. Aber das soll uns aktuell nicht stören. Gut gerettet. Okay. Nicht gut gemacht, aber okay. Gut gerettet. Zeittechnisch sind wir optimal unterwegs. Die paar Sekunden reichen dafür noch aus. Zweiter Anlauf ist okay. 8 Minuten ist komplett im Durchschnitt. Dankeschön, Luigi. Bisschen trickiger gewesen wegen dem Rutscherei mit Luigi. Aber okay. Galaxie vorerst komplett. Ein Geist mit Ein Geist ist aufgetaucht. Ach, tun wir mit Luigi Geistern entsprechend machen. Okay. Ein Brief für Luigi. Neue Herausforderungen haben wir. Ach, stimmt ja, da war ja irgendwas. Okay, gucken wir mal. Irgendwelche neue Herausforderungen. Hier haben wir eine Herausforderung. Zweiter Stern. Aber sonst haben wir keine weitere Herausforderung. So, gucken wir mal, ob nach dieser Herausforderung auch der Komet noch sich dazu gesellt. Heiß gejagt. Ich weiß nicht, ob das mit Luigi so gut ist.
Boah, so viele Buhus. Zum Glück habe ich Luigi noch nichts Bescheid gesagt, was der Job heute ist. Tag hier. Ja, hallo auch. Ja, mein Bruder hat schon von dir erzählt. 10.000 Punkte? Wir probieren's. Natürlich so viele Münzen wie möglich mitnehmen. So, die können wir auf jeden Fall nicht umhauen. Den müssen wir ausweichen. 5.700 haben wir schon mal. Okay. So. Weiter geht's. Stimmt, Sternteile zählen ja auch noch dazu. So, Luigi, deine Möglichkeit, dich bei den ganzen Wuhus zu rächen. Musst dich nur den ganzen Wuhu stellen. Und bräuchtest vielleicht noch ein bisschen Luft. Bringen die Münzen auch Luft? Ja, nee. Ich glaube, wir haben es verkackt. Noch nicht ganz. Ein paar Münzen müssen wir nur einsammeln. Jawohl. Erster Anlauf hat geklappt. Also, man schafft es relativ gut. Hier noch ein paar Münzen. Wunderschöne Aussicht. Ja. Haben es doch gut gemacht. Ja, die Mario-Brüder sind halt entsprechend top. Gib Stern. Danke, mein Lieber. Liegen auch noch optimal in der Zeit. So. Kommt jetzt noch Schabernack-Komet? Oder müssen wir jetzt schon mal in die andere Welt reisen? Galaxie vorerst komplett. Ohne Schabernack-Komet? Kurios. Brief? Ja, für Baby Luma. Wieder von Rosalina. Dankeschön, Rosalina. So. Da es ja aber anscheinend hier nichts Besonderes weitergeht und wir die Frau die silberne Krone haben, müssen wir ja zwangsweise weiter. Einmal hier vorbei und ab in die neue Welt.
Was für eine Überraschung. Das sieht mir ganz nach der berüchtigten legendären Welt aus. Sind noch verstecktes Powersterne? Oh nee. Pixel Mario Galaxy aus Galaxy 1. Oh Mann. Wobei, es ist jetzt eine eigene Galaxie. Okay, komm. Was soll's. Ein Stern, eine Kometenmünze. Luigi! Mach das Ding für uns. Wird es heute wieder zum Katastrophenfolge? Aktuell sieht es eher so aus, als müssten wir nur die ganzen Schalter aktivieren. Ich denke, wir brauchen noch einen Rückweg, deswegen mit Bedacht. Der Stern taucht hier auf. Genau, okay. Schon mal gut gemacht. Versucht uns jemand umzubringen. Hab's gecheckt. Autsch. Ich merk schon. Wir sind hier nicht erwünscht. Und dass ich direkt daraus einen Risikofall mache, ist nicht besser. Luigi, du sollst dich nicht so oft brutzeln lassen. Einmal treffen ist okay. Aber schwer ist es aktuell noch nicht. Da ist die Kometenmünze. Die holen wir uns. Und damit haben wir es. Nice. Gut, gucken wir mal, was jetzt noch passiert. Es geht auf jeden Fall weiter. Und es kommt direkt ein Schabernack-Komet. Jedoch ahne ich schon, was dieser Schabernack-Komet bringt. Deswegen. Komm, wir gucken. Wir gucken kurz, was es ist. Aber ich kann mir schon denken, es ist wieder lila Münzen auf Luigi. Oder. Beeilung. Lila Münzen auf Luigi, nicht schon wieder! Das machen wir nicht heute. Das machen wir nicht heute. Ich wusste es, dass das wieder kommt. Nee. Nee, das machen wir heute nicht. Wir machen hier
Einmal den Weg frei. ...75 hätten wir dafür gebraucht. Wir haben 109. Aktuell ist aber noch nichts weiteres gekommen. Deswegen... Eins müsste ich noch mal kurz rausfinden. Macht es einen großen Unterschied, wenn Mario oder Luigi das hier machen? Aktuell nicht. Gut. Dann könnt ihr euch in der nächsten Folge auf lila Münzen auf Pixel Luigi freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Chris Happy und haut rein. Ciao.